Was geht ab, meine lieben Comic-Freunde? Willkommen zurück auf Los Comic Welt und heute gibt es einen kleinen Vlog-mäßig wieder mal was wie seit dem Inhumans-Ding. Denn heute werde ich ein bisschen was kochen und nebenbei, was heißt kochen eigentlich? Ich werde mir ein Frühstück machen und nebenbei wollte ich ein bisschen mit euch labern, denn ich war ja dieses Wochenende auf der Vienna Comics. Bin leider überhaupt nicht dazu gekommen, dass ich irgendwas filme und ja, deswegen war das alles ein bisschen stressig. Aber jetzt wollte ich noch ein bisschen mit euch drüber reden. Und auf jeden Fall, ja, war ich auf der Vienna Comics und es war ja mega viel los, beziehungsweise mega viele Stände und ich glaube, ihr kennt das eh alle von Comic-Messen. Und es war wie immer eine richtig geile Messe. Es war halt nicht so eine Con, wo Stargäste hinkommen aus Supernatural oder Agents of S.H.I.E.L.D. Das war halt eher wirklich nur für Comic-Fans. Und das ist das, warum mir die Messe auch besser gefällt als irgendwelche Comic-Conventions, weil man da wirklich hingeht, um Comics zu kaufen. Und ich habe ja 400 € ausgegeben, also jetzt nicht nur für Comics, sondern auch für Hinfahrt, Rückfahrt, 200 Kilometer Zug, dann auch noch Essen und so. Und das habe ich halt alles ausgegeben. Aber ich glaube, so 300 € sind wirklich für Comics ausgegeben worden. Aus dem Grund, weil ich eben, ja, es gab so einen Stand und da waren 70% auf Panini Comics, teilweise 50 bis 70%. Und das war halt richtig geil. Also das war richtig geil, dass da so viel Prozente gegeben hat. Und mir hat das halt richtig gut gefallen und da habe ich gleich mega zugeschlagen. Also wirklich, ich glaube, auf diesen Stand habe ich 110 € ausgegeben, gleich mal. Und es war echt heftig, weil die Leute waren auch mega freundlich von dem Stand und ich glaube, Joghurtbutter funktioniert nicht ganz so gut wie eine normale Butter, aber gucken wir uns das Ganze mal an. Auf jeden Fall waren die Leute dort mega freundlich überall und es hat mega gut gepasst. Mir hat die Messe mega gut gefallen. Falls ihr Interesse habt, wo ich als nächstes bin, auf welcher Con, ich bin als nächstes auf der Austria, nee, auf der Vienna Comic Con, die ist in Wien eben wieder. Und die ist 16. bis 18., 16. bis 17. November, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, das ist die nächste Con und danach auf der Austria Comic Con. Und da muss ich noch gucken, ob ich zu der Comic Con in München fahre oder nach Stuttgart. Das wird sich halt, solche Sachen werden sich dann spontan ergeben. Und ja, die Vienna Comics war halt mega cool, wie ich finde. Und so comic-mäßig werde ich euch dann noch zeigen, was ich mir alles gekauft habe. Ja, also wie gesagt, das waren super Händler dort. Auch die Macher von Ash von Austrian Superheroes. Da werde ich euch später noch mehr erzählen dazu. Oh nee, das war nicht sehr schön. Auf jeden Fall hat alles richtig gut gepasst. Die Macher von Austrian Superheroes waren auch da und die waren wieder mega freundlich. Ich habe mir auch die LDH, die Liga der deutschen Helden, gekauft. Und ja, ich werde euch gleich mal dann sagen, was ich mir alles gekauft habe. Aber jetzt werde ich erstmal mein Frühstück genießen und wünsche noch einen schönen Tag. Werde ich euch schon zeigen, was ich mir alles gekauft habe. Ich hätte gesagt, wir fangen mal mit ein paar Flyer an, um ein bisschen Werbung zu machen. Hier habe ich eine Manga-Preview, eine neue bekommen. Die sieht sehr gut aus, also ist viel Zeug drin. Mob Psycho 100 ist vom Macher von One Punch Man und hier ist eine Leseprobe drin. Ich habe die nur kurz angefangen, dann wusste ich, okay, das ist was für mich und das werde ich mir definitiv holen. Also ich kann mit Mob Psycho 100, kann ich mir den Namen nicht merken. Ansonsten, was hier noch drin war, ist das Naruto. Die Mangas werden neu abgedruckt in Megabänden, also in so Massive-Bänden mit 750 Seiten. Ich habe mir da mal den ersten in meinen Buchshop bestellt in der Nähe und dort werde ich den abholen. Und ja, weiter geht es noch mit Werbung für die Messe selber, weil am 7. und 8. April 2018 ist die nächste Messe, also dieselbe nur noch, die nächste halt, die Vienna Comics. Und ich kann echt empfehlen, Leute, dass ihr da mal hinguckt, wenn ihr von der Nähe seid oder wenn nicht, dann würde ich auch hinfahren, weil es ist echt eine mega fette Comicbörse. Man bekommt wirklich extrem viel, was einem fehlt, was man sucht. Stargäste ist hier halt mit Nicolas Kermals, der Mickey Mouse Artist. Und ja, ich mein, das ist jetzt nicht so heftig wie ein Schauspieler oder so. Aber die Messe ist, wie gesagt, auch eher für Comicsammler. Und ja, da kann man sich alles signieren lassen. Und es ist echt mega chillig dort. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Comics sucht oder mal fett einkaufen wollt. Geht dorthin, ist echt eine super Messe und ja, ich kann es echt empfehlen.
Hier haben wir Buchmarkt am 5. November, werde ich eher nicht hingehen, denke ich mal. Dann haben wir hier noch Star Wars, eine neue Hoffnung in Konzert. Oh, okay, 14.04. in der Wiener Stadthalle, kompletter Film mit Live-Orchester. Das ist was für mich, muss ich mal gucken. Das werde ich mir vielleicht nämlich angucken. Comic Festival in Wien, 9. bis 12. November, Buch Wien. Oh, okay, es gibt ein Comic Festival. Sehr interessant, also werde ich definitiv nochmal gucken. Ich denke, das ist eher nichts für mich. Aber mal gucken, vielleicht fahre ich da wirklich hin, wäre interessant. Hier so ein, keine Ahnung, Cosplay-Werbung und nur so Dekorationswerbung, keine Ahnung. Dann haben wir hier noch Werbung für die nächste Con, auf der ich bin, die Vienna Comic Con. Stargäste sind eigentlich nicht so Bombe, außer hier der Sebastian Roche von Supernatural, der Balthasar. Und ja, so Vienna Comic Con von 18. bis 19. November. Wer kommen will, wir können uns gerne dort treffen und ein bisschen labern und keine Ahnung, ein bisschen Infos austauschen. Ich habe da auch schon ein Video geplant für diese Comic Con und ja, mal gucken. Mondschein-Bazar ist auch unwichtig. Ja, dann hier so nur noch so Werbung für Shops und hier habe ich noch ein ganz cooles Comic entdeckt. Piece of Me, das hier ist der Zeichner, der hat sich selber gezeichnet, immer in so kleine Cartoons. Was mega witzig ist, das hier habe ich jetzt mal gratis bekommen und er hat auch ein mega fettes Buch davon und so. Und ja, wen das interessiert, der kann ja mal reingucken. Piece of Me Comic ist auf Facebook. Ja, dann, ich weiß nicht, ob ich schon mal hergezeigt habe, aber ich habe mir mal vor einem halben Jahr so ein Sketchpad gekauft zur Comic Con Stuttgart. Und da wollte ich halt immer ein paar Zeichner reinzeichnen lassen. Ich bin zwar noch nicht weit gekommen, aber ich habe auch mal eine Zeichnung von Muhammad Azra, Spider-Man halt. Und dann hier Shazam, für den habe ich bezahlt und irgendwie bereue ich es auch im Endeffekt. Aber ich finde, der sieht eigentlich ganz cool aus. Und ja, also. Und mal gucken, was hier noch alles so reinkommt, welche Zeichner, Jim Lee. und ja, jetzt fangen wir mal mit den Comics an, hätte ich gesagt. Das ist die coole Sache bei der Vienna Comics ist, man bekommt immer diese Säckchen am Eingang, wenn man reingeht. Also wenn man das bezahlt hat und reingeht, weil es ist ja auch Eintritt und da kriegt man diese Säckchen und bei mir waren oranger Zettel drin, gewonnen, gewonnen. Und ich habe mich mega gefreut, ich habe dann bei der Garderobe so einen Roboter bekommen, ich weiß nicht wirklich von was der ist, kommt mir gerade bekannt vor. So ein Schlüsselanhänger, ist aber mega schwer. Und ja, war ganz cool. Und dann habe ich auch noch gratis, also ich habe einfach das Zeug bekommen, Donald Duck Taschenbuch, Mammut Comics bekommen mit über 500 Seiten, also mega dick und sehr geil, dass ich das einfach so gratis bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ich das noch lesen werde, mal gucken, aber ist eine ganz coole Sache. So, und jetzt hätte ich gesagt, fangen wir gleich an mit dem, mit den Sachen, die ich mir alles gekauft habe. Fangen wir einfach mal hier an. So, also hier habe ich mal The Walking Dead 6 und 7, da Stand von Shock 2 oder so heißen die. Die haben 1 bis 7 gehabt und ich habe hier nur 1 bis 5 zu Hause und deswegen habe ich halt mir noch zwei Bände geholt. Also er wollte eigentlich das Set verkaufen, hat mir aber angeboten, dass ich die letzten zwei nehme, eben weil mir die noch fehlen. Ich kaufe mir ja die Softcover jetzt nach. Ich habe zwar schon die ersten drei in Hardcover, aber ich bin jetzt eben auf Softcover umgestiegen, weil es einfach billiger ist und im Nachhinein bringt es einen einfach mehr, wenn man die Softcover kauft. Die sind auch schon ein bisschen dicker geworden als die vorherigen. Dann das nächste war auch bei diesem Stand von Shock 2. Ich wollte mir eigentlich den Komplettband, das Hardcover holen, aber irgendwie hat der Typ mir das dann mega billig gegeben. Ich glaube um 5 Euro nur, also mega billig. Und dann habe ich mir geholt. Ich wollte schon immer mit den Comics anfangen, weil die anscheinend ja sehr cool sein müssen und bin gespannt, wie die Serie fortgesetzt wird. Hier geht es weiter nach Buch 3 mit Avatar Aang. Bin echt gespannt, wie es weitergeht und finde die Idee mega cool, das im Comic fortzusetzen. Ist halt wieder so eine Sache, dass ich mir hier wieder mega viele Bände kaufen muss. Ich glaube, 16 sind schon draußen und die sind ja auch nicht so billig. So ein dünner Comic kostet 97 und das ist ja echt wichtig. Also das hat man in einer halben Stunde ausgelesen, denke ich. Aber echt coole Sache, dass das weitergeht und bin gespannt, wie das Ganze ist. Mal gucken, wann ich zum Lesen komme. Weiter geht's auch schon mit Austrian Superheroes, habe ich vorhin schon erwähnt. Ja, hier haben wir eben das Heft 8, das ist neu erschienen vor kurzem. Und hier haben wir Heft 7, das habe ich verpasst. Ja. Und hier haben wir noch das LDH, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Liga deutscher Helden, das ist dann mit deutschen Superhelden. Das ist ein Variant-Cover, das auf 200 Stück limitiert ist, hat dafür auch 13 Euro gekostet, was mich aber jetzt nicht so gestört hat dafür, dass es auf 200 Stück limitiert ist.
Das Cover ist von Muhammad Azra gezeichnet worden. Der hat Awesome, Totally Awesome Hulk und so Sachen gemacht und der hat hier auch unterschrieben. Ich habe ihn getroffen wieder, weil ich habe ja schon ein Sketch von ihm von Spider-Man und habe ich ihn schon zweimal getroffen. Ich war irgendwie komisch, weil letztes Mal war er mega nett und diesmal hat er mich gar nicht angesehen und war irgendwie ein bisschen komisch, aber man weiß ja nie, welchen Tag man gerade erwischt und wie die gerade drauf sind alle. Und ja, also ich bin echt gespannt auf die Liga der deutschen Helden. Es sieht nämlich schon mal richtig geil aus. Ja, also ich kann es echt empfehlen. Dieses Austrian Super Ash und LDH ist echt mega. Also kann ich echt mal empfehlen, dass man die mal unterstützt und da mal reinguckt. Weiter geht's mit etwas, das ich, das habe ich beim Panini-Stand. Also es war nicht direkt vom Panini, sondern es war ein anderer Stand. Ich weiß leider nicht mehr welcher. Die haben mir keine Visitenkarte oder so mitgegeben. Aber die hatten 50% oder 70% auf die Sachen in der Kiste. Und da ist dieser Band drin gelegen. Vision und ich habe so viel Gutes gehört. Ich wollte es mir eigentlich nicht holen, weil mich das eher nicht interessiert. Aber irgendwie habe ich so brutal viel Gutes drüber gehört. Und jetzt musste ich mir das irgendwie holen. Hier geht es ja darum, dass Vision eine Familie gründet und jeder schwärmt so brutal davon. Bin gespannt, wie der Band sein wird. Ich hab mir eingebildet, dass es hier von zwei gibt, aber ich muss mich da mal erkundigen, weil hier steht keine Nummer 1 oder so. Ah doch, hier seitlich steht eine Nummer 1. Ja, ist auch mit dem weißen Einband sind diese Marvel Max Bänder jetzt. So, weiter geht's auch wieder mit Marvel Max. Das habe ich wieder um 70% billiger, glaube ich, oder 50%. Es war echt mega billig. Deswegen, ich hatte keine Ahnung, dass es diese beiden Comics gibt. Elektra. Ich habe noch nie was darüber gehört. Entweder habe ich es mal gesehen und wieder vergessen, oder ich habe es nie gesehen. Aber ich habe das noch nie gesehen, dass Elektra eine eigene Serie hat. Ich weiß nicht, in welchem Universum das genau ist, aber Marvel Now, denke ich mal. Aber echt geil und dass die so billig waren, das hat mich natürlich sehr gefreut und habe ich gleich zugeschlagen. Aber ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Bände gibt. Ich glaube aber, es gibt nur zwei, weil sonst wäre der dritte auch noch drin gewesen. Aber echt geil, ich wusste nicht, dass es so eine Serie von Elektro gibt und coole Sache. Jetzt habe ich schon mega viele solche weißen Buchrücken, weil die mir eigentlich eh nicht gefallen. So, weiter, wo habe ich die gekauft? Auf irgendeinem anderen Stand. 2 € das Ding von Im Netz von Spider-Man. Ich habe da ein paar Lücken und dann bis zum Ende hin fehlen mir noch ein paar. Und jetzt habe ich mir wieder mal ein paar gekauft. 2 € kann man nichts falsch machen. Ist aber irgendwie auch hier nicht mehr der beste Zustand. Aber das bin ich auch von zu Hause gewohnt. Ich habe viele Comics, die auch nicht mehr der beste Zustand sind. Also man sieht auch, es ist echt teilweise ja nicht der beste Zustand. Aber ich finde, es reicht aus, weil es ist echt heftig. Hier sind über 100 Seiten Spider-Man immer drin. Und das Ganze einfach nur für 2 € ist echt Hammer. Ist halt jetzt die Frage, ob man das Comic haben will oder nach dem Inhalt geht. Weil 100 Seiten für 2 € ist echt mega billig. Heutzutage würde das alles in diesen dicken Bänden rauskommen und dann wieder 13 € kosten. Ja, hier wieder ein schönes Cover. Da ist halt der Zustand echt nicht mehr so gut. Aber stört mich jetzt auch nicht so, wie gesagt. Ja, das habe ich alles beim anderen Stand mit 2 €. Dann habe ich noch so einen anderen Stand gefunden. Da war so eine ältere Dame. Ich habe leider auch keine Visitenkarte. Die war echt mega nett. Also, falls du das siehst, danke. Die hat mir vieles angeboten. Und hier habe ich mir das Spider-Man, die 100. Ausgabe gekauft um 13 €. Aber sie hat es mir dann eh wieder mega billig gegeben. Ich glaube, um 7 € die 100. Ausgabe von dieser 2004. Hier ist halt so ein Comic-Shop-Variant mit Sammler-Ecke. Keine Ahnung, und das war mir echt ziemlich egal. Hauptsache, ich habe das Comic, weil das ist ja schon mega vergriffen, was ich mitbekommen habe. Und hier ist auch Spider-Island drin. Ich habe das jetzt schon in Paperback-Form und werde es sogar nochmal bekommen, weil es ja eine Eagle Moss Collection rauskommt. Jetzt habe ich schon dreimal. Auf jeden Fall ein sehr cooles Ding. Es gab auch den zweiten Miles Morales Band. Ich wollte mir den holen, aber der hat 75 € gekostet, weil der Zeichner drauf unterschrieben hat und weil es ein Variant war. Und da habe ich mir so gedacht, ich war echt am Überlegen. Sie hat mir vorgeschlagen, dass ich das und noch ein paar Comics geschenkt bekomme, wenn ich das Miles Morales um 75 nehme. Und ich habe auch gesagt, nein, das ist mir dann doch zu viel. Und irgendwie wollte ich dann wieder hin und mir das holen, aber ja. Und hier habe ich mir dann auch noch vom Shock 2 Stand um 20 € die Spider-Man-Anthologie geholt. Ich wollte es mir eigentlich nicht holen, weil ich schon vieles davon gelesen habe, beziehungsweise zu Hause habe. Und jetzt letzten Endes habe ich mir doch geholt, weil es eben nur um 20 €, was okay war, für das, dass es noch original eingeschweißt ist, bekommen habe. Und ja, mal gucken, ob ich das wirklich so in einem lesen werde oder ob ich mir da eine Geschichte raussuche, die ich noch nicht kenne. Sind aber eh nicht viele. Und ja, also jetzt habe ich die Anthologie, bin froh. Solche Sachen sind immer schöne Sachen.
Weiter geht's mit einem Band. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch Buzzernaut kennt. Da habe ich früher bestellt und die Firma ist aber dann irgendwie privat und so werden oder so gegangen. Und die hatten noch einen Comic ausstehen. Ich habe bei denen nämlich ein Secret Wars Abo von Marvel gemacht. Wenn ich die 4 Sonderbände bestelle, dann bekomme ich ein Shirt gratis dazu. Habe das Shirt bekommen, Band 2, 3 und 4. Und als ich die angefragt habe für den ersten Band, weil den habe ich nie bekommen, haben die mir nie wieder zurückgeschrieben. Und ich war echt mega sauer auf die. Aber die Firma ist irgendwie pleite gegangen und der Geschäftsführer ist nach Italien oder so, hat den Shop wieder aufgemacht, keine Ahnung. Und jetzt habe ich mir den Bann endlich mal geholt. Jetzt habe ich die Reihe auch komplett mit den Sonderbänden. Ja, ich habe mal wieder das paar Spider-Verse-Abenteuer, die immer schön anzusehen sind. Und jetzt habe ich endlich die Sonderreihe komplett. Weiter geht's wieder mit dem 70% oder 50% Panini-Stand. Es war halt verschieden von Comic zu Comic. Hier habe ich mir Avengers Band 2 geholt, also Ultimate Avengers. Ich bin irgendwie mega Fan von diesen Ultimate-Sachen, weil mir die alle mega gut gefallen. Vielleicht liegt es an Bendis oder Miller, die machen das einfach sehr schön. Und ich finde es einfach super, dieses Universum. Ich muss jetzt auch schon sagen, ich habe da jetzt schon ein paar Bände und die gefallen mir alle recht gut. Auch dieser Spider-Man in diesem Universum. Wie gesagt, von Miles Morales habe ich noch so gut wie gar nichts gelesen und da muss ich echt mal damit anfangen. Dann habe ich hier noch den dritten Band bekommen. Alles um 5 Euro oder so. Das ist echt heftig. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es mit denen aussieht, ob die schon vergriffen sind oder ob man die billiger bekommt, aber mich hat es halt mega gefreut und ja, hier der dritte Band, den ersten muss ich mir irgendwo nochmal holen. Hier habe ich New Ultimates, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich das Comic schon habe oder so, aber also nicht in dieser Form, sondern das Hardcover, glaube ich, bei der Hachette, aber ich will irgendwie jetzt irgendwann mal so die kompletten Ultimate-Sachen haben, würde mich reizen, dass ich wieder mal alles hole. Hier habe ich dann noch Thor und den wollte ich mir letztens schon holen auf der Stuttgart, habe es nicht gemacht, voll bereut und jetzt habe ich ihn endlich, weil die Captain America Band davon habe ich auch schon und das ist alles ja, ich finde das alles ist cool, weil es echt mega cool zusammenhängt und so und ja, weiter im ultimativen Universum bin ich dann auch noch zu diesem Stand gekommen und habe mir dann noch geholt, ich muss mal kurz gucken, so, noch 2 Bände, es gibt dann nämlich, das ist irgendwie so ein Dreiteiler, gibt es Ultimate Doom und Ultimate Enemy. Und es gibt dann noch einen dritten Teil, der heißt Ultimate, muss ich gucken, ob der hier drin ist, der heißt Ultimate Mystery, den habe ich jetzt aber nicht gefunden. Und ich habe schon gesehen, ich bin ja hier schon mega weit bei den ganzen ultimativen Sachen. Da fehlt mir jetzt eigentlich ja nur noch Ultimate Avengers 1, den 2 und 3 habe ich, dann Ultimate Mystery und dann bin ich eh komplett. Ultimate Iron Man brauche ich eventuell noch. Und ja, die habe ich halt auch mega billig bekommen. Ich habe keine Ahnung, was hier Story ist, aber hier sind wieder mal Fantastic Four oben und Spider-Man und das sind Lieblingshelden und das ist einfach super. Weiter geht's mit Ultimate Comics Wolverine. Ich weiß nicht mal, ob hier alles abgedruckt ist von Wolverine. Ich glaube, hier ist eigentlich nur, hier sind nur ein paar Hefte und ich weiß gar nicht, wie das Ganze aussieht, wo man das weiterbekommt, weil ich glaube, hier gibt es nur ein Band. Aber sieht auf jeden Fall schon mal super aus und mal gucken, wie der Ultimate Wolverine so ist. Also ich kenne ihn eh schon, aber wie diese Story so ist. Dann habe ich an diesem selben Stand, ich war so glücklich, weil ich suche die Bände schon lange, Ultimate Comics Spider-Man bekommen, also diesen Miles Morales, den ersten Band. Ich war kurz im Überlegen, ob ich mir den wirklich holen soll, weil ich weiß, dass der demnächst in der Hachette Collection erscheint. Und kann mir mal jemand in die Kommentare schreiben, ob der weiß, ob das ein Variant ist, weil normalerweise sieht das Cover ja anders aus mit schwarzen Balken. Und hier habe ich dann eben noch Band 2 sehr, sehr billig bekommen. Ne, Band 4 und Band 2. Band 3 ist der einzige, der mir dann noch fehlt, weil Band 5 habe ich ja schon. Und jetzt bin ich dann bald komplett mit der Miles Morales und dem ultimativen Universum. Dann machen wir auch weiter mit dem zweiten Stapel. Hier um 8 Euro das Teil. Und ich wollte es mir eigentlich nie holen, weil ich bin eher so der Typ, ich lese lieber Superhelden, das ist dieses ganze Independent-Zeug. Es ist einfach, weil mich Superhelden einfach mehr begeistern in Comics. Und jetzt bin ich aber irgendwie doch dazu gekommen, weil ein Band nur 6 Euro gekostet oder 8 Euro gekostet hat. Weisen, ich habe so viel Gutes über das Zeug gehört und ich habe einmal reingeblättert und ich habe die Zeichnungen so angesprochen, dass ich das irgendwie sofort genommen habe. Ich weiß nicht mal warum, ich bin irgendwie gleich so fixiert geworden auf das. Und der André, glaube ich, schwärmt ja so von diesem Teil. Und bin gespannt, wie das ist, ob es wirklich so gut ist, wie jeder sagt. Und ich habe nur Positives gehört, deswegen habe ich mir gedacht, wieso gönnst du dir nicht gleich auch den zweiten um 8 Euro, weil es einfach mega billig war. Und die kosten ja normalerweise 16,90, 16,80 und so um 8 Euro, zwei Bände, also um 8 Euro pro Band ist echt nicht schlecht. Den dritten gab es leider nicht, sonst hätte ich mir den auch noch gegönnt. Bin aber gespannt, wie die Story ist. Ich habe schon mal reingelesen, sieht sehr geil aus und sind wir mal gespannt, wie mir das Ganze gefällt. Auf jeden Fall wird es ein Meinungsvideo dazu geben. Ja.
So, und auch weil, das ist glaube ich das einzige Rebirth-Heft, das ich mir geholt habe, dass ich auch mal irgendwie nachkomme, obwohl mir noch Heft 2 und 3 fehlen, weil da auch 50% drauf waren. Und das ist noch Top-Zustand, deswegen habe ich es gleich mitgenommen. Und bei Rebirth muss ich jetzt eh gucken, wie ich mache mit dem Nachkaufen, ob ich das überhaupt noch mache. Dann habe ich hier noch die fehlenden Hefte aus dem New 52 geholt. Ich habe mir nämlich eine Liste geschrieben und ich bin irgendwie zu nichts gekommen auch von der Liste. Hier haben wir Justice League 32, das Heft habe ich nämlich verpasst, weil ich habe ab den Amazon-Virus, ich glaube das war so Heft 36, angefangen mit der Justice League Heftreihe zu lesen. Und dann habe ich mir alle Hefte auf einen Schlag nachgekauft, aber da habe ich ein paar nicht bekommen. Und die habe ich aber jetzt, also das war Band Heft 32, das mir noch gefehlt hat. Dann gucken wir nochmal, Heft 33 hat mir auch noch gefehlt und dann haben wir auch noch Heft 35, die habe ich jetzt aber alle zum Normalpreis gekauft für 5 Euro. Und ja, aber ich wollte die unbedingt haben, deswegen war mir das egal und sind auch im Top-Zustand. Hier haben wir noch Band Heft 36, Futures End Tie-In. Futures End muss ich auch irgendwann mal lesen. Hier haben wir Justice League 51, das habe ich auch verpasst. Ich glaube, das ist sogar der erste Teil vom Darkseid-Krieg. Ne, es wird der sechste Teil. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das überhaupt verpasst habe, weil bei dem war ich mir nicht ganz sicher. Am Vortag habe ich nämlich noch meine Comics geguckt und das habe ich nicht gefunden. Deswegen dürfte es mir eigentlich fehlen, aber mal gucken. Und dann war ich mir nicht sicher, ob ich das letzte Heft vom New 52 habe, weil ich dieses Cover eigentlich noch nie gesehen habe. Ich denke fast, dass ich es habe, aber ich hatte einfach keine Ahnung, ob ich das zu Hause habe. Und deswegen musste ich es einfach mitnehmen, weil es mich sonst zu sehr belastet hätte, wenn ich es vergessen hätte. Bin gespannt, ob ich das jetzt... ob ich das jetzt habe oder nicht, ich habe es zumindest zu Hause nicht gefunden und ja. Dann hier noch zum Halbpreis, da war ich eigentlich kurz am Überlegen, Alan Davis, aber dachte ich, wieso nicht mal wieder eine Origins Collection von Batman oder Batman Collection. Von Alan Davis sieht sehr nice aus, muss ich sagen, wird auch wieder so eine nice Classic Action sein. Ich habe die Jim Aparo Teil 1 und das war ja schon sehr nice, ja. Dann weiter geht's mit ein bisschen älterem Zeug, wo ich immer gerne ein bisschen so durcheinander zugreife, welche Cover cool aussehen, welche ich noch nicht habe. Und hier geht's los mit Zustand 2 bis 3 um 2 Euro. Das ist definitiv kein Zustand 2 bis 3. Ich habe ihn angeguckt. Ist viel besser, also ist echt ein guter Zustand. Nämlich der Rote Blitz. Ich feiere diese klassischen Cover einfach so. Und ich finde die so wunderschön. Ja, hier habe ich eben Roter Blitz im Heft, das habe ich um 2 Euro bekommen und der Zustand ist echt top, deswegen habe ich es nicht ganz verstanden, aber okay. 3 Euro Zustand 2 und hat auch mega gut gepasst, sieht auch wieder cool aus, das Cover, ich finde einfach die Cover so traumhaft schön, alleine die sind schon der Grund, warum ich mir die Roter Blitz Comics nochmal nachkaufen möchte. Hier haben wir auch wieder Roter Blitz, wie viel habe ich für das bezahlt? 3 Euro, das war halt immer so Stück. Das hat mir halt mega gut gefallen. 3 Euro Sonderheft 28, sieht auch mega cool aus. Hier oben immer Superman, der schön Werbung macht. Also ja, dann haben wir hier nochmal Roter Blitz. 29 Heft um 4 Euro sogar. Sieht auch super aus. Gucken wir uns den Zustand mal an. Ja, ist auch eine 2, denke ich. Ja, sind aber alle mega schön, die Hefte, wie ich finde. Dann haben wir eins auch ohne Board. Um 3 Euro Heft 2. Ja, sehr schön, finde ich. Dann haben wir hier Heft... Sonderheft 27 auch wieder um 3 Euro, weil ihr seht schon, ich habe mir viel von Flash gekauft und Roten Blitz, also klassisches Zeug. Dann hier um 3 Euro mit Supergirl und Crossover, sehr geil. Und Roter Blitz hier wieder, der Meisterschurke, gucken wir uns mal an, Sonderheft 20, sieht auch wieder mega schön aus. Ich will hier gar nicht zu lange drum herum reden. Dann hier nochmal Roter Blitz mit Green Lantern Crossover, Heft 19 um 3 Euro. Also das waren halt immer ein paar Euro und das hat mir mega gut gefallen. Da habe ich auch, glaube ich, ein bisschen Rabatt dann bekommen, weil ich so viele genommen habe. Dann am Stand, wo ich mir die Miles, nicht die Miles, was habe ich mir da geholt? Die Spider-Island Sachen und so, habe ich auch noch diesen Sonderband gefunden um 15 Euro. Ich glaube fast, der Preis ist ein bisschen zu hoch. Aber ich habe es gesehen und musste es nehmen, alleine wegen dem Cover, weil ich dieses Cover schon so oft im Internet gesehen habe. Ich mir immer so dachte, wow, das sieht mega geil aus. Und das ist halt eher so was Klassischeres, muss man dazu sagen. Aber ich finde das Cover alleine schon so schön. Und ich habe da einen persönlichen Bezug drauf, weil ich habe mal dieses Cover aus dem Internet gesucht und habe da mich und meinen besten Freund reingefotoshoppt. Also richtig schlecht. Und ja, ist halt ein Sonderband mit Green Lantern und Flash. Sieht sehr geil aus. Bin froh, dass ich den bekommen habe. Ich weiß nicht, ich habe eh ein bisschen weniger bezahlt, weil ich auch bei diesem Stand so viel genommen habe. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich 15 Euro wert gewesen wäre. Ist mir aber auch ziemlich egal.
Ja, hier Heft Flash, Heft 1, ich weiß nicht mehr, das hat 57 gekostet. Keine Ahnung, warum das so teuer ist oder ob das auch wieder so ein über den Tisch ziehen war. Das habe ich auch wieder ein bisschen billiger bekommen natürlich. Sehr geil dieses Heft, also erstes Heft von irgendeiner Reihe, bei der weiß ich gar nicht. Ich habe ganz vergessen, was ich dann das genommen habe. Dann war ich hier ein bisschen im Schwanken, welche Hefte ich habe, welche ich noch nicht habe. Bei Green Lantern 7 mit Kyle Rayner eben vom Kino Verlag. Ich habe da mal ein paar Hefte auf Facebook gekauft, das war aber alles unkomplett, das war ein mega Fehlkauf. Und deswegen habe ich mir ein paar dazwischen wieder geholt, die mir noch gefehlt haben. Und ich glaube, 7 habe ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie weit die Serie geht, das muss ich mal checken. Und hier haben wir Green Lantern Flash, das waren die Hefte mit dem Crossover zwischen Green Lantern und Flash, Kyle Rayner und ich weiß nicht, ob es Wally West war oder Barry. Ja, Finalausgabe mit Sonderumfang, also habe ich die Reihe, denke ich mal, jetzt auch komplett. Ja, dann habe ich hier noch ein Justice League Flash Special. Das habe ich mir eigentlich nur geholt, weil ich mal vom Comic in ein Video gesehen habe, wo er das erwähnt hat, dass es eine der ersten deutschen Veröffentlichungen war, beziehungsweise einer der wenigen. Und ja, sieht super aus. Dann das Problem habe ich finde meine Comics nicht mehr in meinem Zimmer. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, wirklich. Ich habe keine Ahnung, ich habe die verloren. Aber das sind diese Spider-Man-Hefte immer, diese, keine Ahnung von welchem Jahrgang. 95er, glaube ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall pisst mich das richtig an. Jetzt konnte ich am Vortag keine Liste schreiben, welche mir noch fehlen. Sonst hätte ich echt viele nachgekauft. Sehr schade, aber beim nächsten Mal definitiv. Hier virtuelle Sterben, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon habe oder nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Aber wie gesagt, ich habe die Comics irgendwie verloren oder verlegt. Ich muss die echt wieder suchen. Dann Spider-Man, die Spinne, Klonkriege. Heft 11, ich hoffe, das habe ich auch noch nicht. Ich weiß es, weil dieses Cover habe ich noch nie gesehen. Und dann das, da weiß ich glaube irgendwie, dass ich das habe. Habe ich so das Gefühl, sieht aber auch super aus und ja, keine Ahnung. Dann hier noch ein schönes Cover, das ich bestimmt nicht habe. Aber ich habe mir, wie gesagt, alles sehr durcheinander gekauft. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was mir noch fehlt und was nicht. Hier haben wir Spider-Man, die Spinne, Heft Nummer 5. Das habe ich auch noch nicht, so viel ich weiß. Und dann haben wir Spider-Man, der sensationelle Spider-Man, 6 Bienen. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht. Wie gesagt, das war hier so ein Schätzspiel bei den Spider-Man-Heften. Ich hätte viel mehr nehmen können, wenn ich gewusst hätte, welche ich habe und welche nicht. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie Comics mit verloren oder keine Ahnung. Dann habe ich mir ein Superman-Heft geholt, das ich irgendwie nur gekauft habe. Ihr wisst, warum. Warum habe ich mir das wohl gekauft? Weil Shazam mit oben ist. Habe ich auch nur 1 oder 2 Euro bezahlt. Das war echt mega billig. Und natürlich habe ich dann das gleich genommen, weil Shazam auch dabei ist. Und die Reihe selber hat es auch komplett gegeben, aber irgendwie habe ich nur Bock auf das gehabt, weil der Shazam oben ist. Ist halt so ein Marketing-Trick irgendwie. Jetzt seht ihr, andere Leute kaufen sich, weil Batman wo oben ist oder Harley Quinn oder Deadpool. Und ich bin eher so auf Shazam und Flash. Ja, hier haben wir dann noch zum halben Preis bekommen Batman, die Nacht der Monstermenschen. Ich wollte es mir ursprünglich irgendwie nicht holen, dann dachte ich mir, aber ich will mir alles von Rebirth holen, dann wollte ich es mir doch holen und jetzt habe ich sogar zum halben Preis bekommen. Mal gucken, wie das Event ist. Ich habe sehr viel Schlechtes drüber gehört. Dann etwas, das mich mega gefreut hat, dass ich das gefunden habe, weil ich nicht dazu gekommen bin, mir den zweiten Band zu holen. Und jetzt schon um 50% billiger, das ist Hammer. Und 70%, glaube ich. Und dieser Godspeed, boah. Ich finde das Bombe. Ja, super. Und dann auch schon zum letzten. Was, das war schon. Batman Superman 2. Ich habe mir den ersten Mal geholt, weil ich nicht wusste, welchen Comic ich mir holen sollte. Weil bei uns hat ein Comic Shop und ein Einkaufscenter aufgemacht, also ein Gaming- und Comic Shop. Und ich wusste nicht, welchen Comic ich mir kaufen soll. Ich war am Schwanken zwischen, ich glaube, Klonsaga und diesen Batman Superman Bänden. Von Spider-Man in die Klonsaga und dann habe ich mich doch für Batman Superman Band 1 entschieden, weil ich zu wenig Geld dabei hatte. Nee, Erde 2 und Batman und Superman. Und ja, dann habe ich mich aber doch das entschieden und jetzt habe ich mir auch schon den zweiten geholt. Das ist so eine Serie, die gefällt mir eigentlich nicht ganz so gut, was ich weiß. Aber es hat Batman und Superman, deswegen muss die her und bei der habe ich keinen Stress, die kann ich halt über ein paar Jahre noch komplementieren. Also das ist halt so eine Serie, bei der lasse ich mir Zeit, dass ich die komplett habe, weil ich die sowieso erst sehr spät lesen werde. Ja, das war meine Comic-Ausbeute. Ich schwimme hier gerade um Comics rum. Das ist echt extrem. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend. Und was ich euch noch bitte, ist, schreibt mir Fragen in die Kommentare für Hashtag FragFlo. Also fürs nächste Q&A. Also immer mit Hashtag FragFlo. Die kommen dann ins nächste Video. Sagt mir mal, was ihr hier am besten fandet, was ich mir gekauft habe. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend. Auf Wiedersehen.